Hallo, ich bin Leon, bin 15 Jahre alt, komme aus Korbach, bin in Deutschland geboren, mein Vater ist Kurde und bin vom Glauben her Muslim. Fleisch, Sucuk. Was ist das? Das ist Halal-Fleisch. Was bedeutet Halal? Halal bedeutet, dass das Tier für Moslems geschlachtet wurde und dass es mit einem Schnitt durch die Kehle getötet werden muss, damit es keine Qualen erleidet. Okay, darf man dann jedes Tier so essen, wenn es so geschlachtet wurde? Nein, nicht jedes. Ausnahmen? Also Pferde und Schweine darf man nicht essen. Also generell nicht. Okay. Ich heiße Hanna, ich bin 19 Jahre alt, ich wohne in Korbach. Ich mache im Moment eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin und ich bin Christ. Ich gehe in eine Baptistengemeinde in Korbach. Ist es wichtig für Muslime, darauf zu achten? Ich finde es schon wichtig, aber in Deutschland ist es leider so, dass man in Supermärkten kein Halal-Fleisch bekommt, sondern nur in diversen wie diesen. Und wie machst du das dann? Also wir kaufen normal in Supermärkten ein, aber ich esse halt kein Schweinefleisch, aber schon das Rindfleisch oder Geflügelfleisch aus Supermärkten. Und wie ist das, wenn du bei Freunden bist oder auf Klassenfahrt? Wirst du da gefragt, ob du Halal essen möchtest oder musst du selber schauen, dass du kein Schweinefleisch isst? Bei Freunden ist es meistens so, dass ich gefragt werde. Aber wenn nichts anderes da ist, dann muss ich halt auf mein Essen verzichten. Auf Klassenfahrten werde ich nur gefragt, ob ich Vegetarier bin oder halt nicht. Und dann muss ich vegetarisch essen. Okay. Und wenn es bei Freunden nichts gibt, dann musst du ja darauf verzichten. Das ist bestimmt manchmal ziemlich hart, oder? Wenn du siehst, wie alle essen und du dann irgendwie nichts hast. Ja, aber man gewöhnt sich langsam dran. Ich glaube, wir haben alles. Jo.